So schaut's, liebe Leute, willkommen bei einem Wildpflanzen und mehr. Und ich habe meine Schlucht mit dem Bacherl oder mein Bacherl mit der Schlucht gefunden. Jetzt lasse ich mich überraschen. Man kommt ja zu Plätzen, die was man schon mal besucht hat. Zumindest bei mir ist es so mit einer gewissen Vorstellung, wie es dann wieder zum Sein hat. Und die Natur lehrt mir dann eh ganz oft was anderes, nämlich dass sie sich verändert, dass manche Pflanzen nicht mehr da sind, manches hat sie vermehrt, anderes ist komplett verschwunden. Schauen wir einfach mal gemeinsam, was sie da so entdecken lässt. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Gehen wir einfach, nein, nachdem ich da so viel umeinander klettern muss, wird das nur mehr Wagelei, wie es sonst ist. Ich würde sagen, ich gehe uns die Schlucht nach oben. Und wenn Besonderheiten auftauchen, dann schalte ich euch dazu. Da muss ich halt wieder vorbeischauen, wenn es schon ein bisschen weiter gediegen ist. Das da ist ein Beinwell, wahrscheinlich der knotige oder Knotenbeinwell, der hat gelbe Blüten. Beinwell, Raublattgewächse, ja, bei der Verwendung ein bisschen aufpassen. Aber ich, gleich dazu gesagt, wenn ich mich da so auslerne mit solchen Bestimmungen, das ist also punkto, ich würde das jetzt nicht essen oder so, weil Kund sein ist keine Bestimmung. Ja. Manchmal gebe ich ein bisschen an, weil ich sage, hey, schaut, das ist das und das. Aber ich würde euch jetzt nicht anschwannen, also wenn ihr es nicht wisst, würde ich da gleich gar nichts dazu sagen. Gut, ich steige uns da auf und jedes Mal, wenn es was gibt, sehen wir sie. So schaut's, gleich einmal die erste Typischkeit an so Wasserläufen, wächst da wirklich gern und teilweise eben auch im sumpfigen Gebiet, eigentlich nicht direkt im Wasser, sondern am Wasser oder sumpfig, ist das bittere Schaumkraut. Das bittere Schaumkraut, da habe ich immer wieder die tolle Geschichte, dass ich mal Kräuterkundlern begegnet bin, die haben gerade die Ausbildung gemacht zum Kräuterpädagogen und dann haben sie mir gesagt, ja, dort haben wir ganz viel Brunnengrässe gefunden und ich habe sie gefragt, ihr seid euch sicher, dass die Brunnengrässe ist und sie haben gesagt, ja, ja, ganz sicher, dann habe ich gesagt, passt, ist in Ordnung, glaube ich euch jetzt, und bin aber hingegangen, habe mir es angeschaut und wie ich es vermute, habe, sie haben das bittere Schaumkraut gefunden. Das bittere Schaumkraut lässt sich furchtbar leicht mit der Brunnengrässe verwechseln. Auch zeitgleich gibt es ein paar Merkmale, besonders wenn die Blüte da ist, sind es die Farbe der Staubbeutel. Beim bitteren Schaumkraut ist das so lila-violett und bei der Brunnengrässe, bei der echten, ist das gelblich. Man muss aufpassen, wenn es ausgestaubt sind, die Beutel, dann kann das wieder ziemlich ähnlich ausschauen. Aber das war einmal ein Hinweis. Aber nachdem wir jetzt noch keine Blüten haben, ist ein anderer Hinweis, ist das Ganze, der Stängel, ist das hohl? Oder ist es gefüllt? Und wie seht ihr, da ist kein Loch, also das ist gefüllt. Das ist ein sicherer Hinweis für das bittere Schaumkraut, beziehungsweise wird es eben eine falsche Brunnengrässe genannt. Eine Verwechslung wäre wurscht, weil beides ist essbar. Beides hat auch gesunde Inhaltsstoffe. Ich weiß, ich sage nicht gern solche Sachen gesund. Was ist denn gesund und was ist ungesund? Vielleicht, weil für die Neichen was dabei sind, ich sage da wirklich selten was dazu, weil Menge macht das Gift auch und ja, vielleicht ist das Gesündere, wenn wir Wildkräuter Kasperl sind oder gern Wildkräuter haben, dass wir viel draußen sind und manchmal irgendwelche Pflanzen mit in unsere Ernährung einbauen können, die was sonst nicht im Geschäft umeinander liegen. Aber wahrscheinlich ist das Draußensein das Gesündeste an Wildkräuter überhaupt. Beziehungsweise finde ich es oft unfair, wenn man Pflanzen irgendwelche Heilwirkungen zubetüben, weil ja, viele Pflanzen sind erforschterweise, haben positive Effekte auf unser Körpersystem, nur es ist dann in der Regel ja nicht die Pflanze an sich, sondern die Inhaltsstoffe. Und wenn ich jetzt sage, Schleimstoffe sind gesund, dann kann ich bei ganz vielen Pflanzen sagen, ja, ist gesund wegen Schleimstoffe. Dann muss ich auch wieder dazu sagen, dass es natürlich Pflanzen gibt mit unterschiedlichen Schleimstoffanteilen und dass es dann sehr wohl geschickt ist, dass ich herausfinde, welche ist denn die höhere, zum Beispiel der Echbe Eibisch feuert man da jetzt ein und das dann benutzt, wenn ich eine Schleimstoffdroge brauche. Aber ja, darum wird es wahrscheinlich da wenig von mir hören, weil Ernährung und Gesundheit ist immer Ideologie. Aber man kann beide essen. Das bittere Schaumkraut macht halt seinen Namen ehren, wenn man mehr davon verwendet oder im Mund hat. Man merkt schnell den strangen Geschmack im Vergleich zur Brunnengrässe. Die Brunnengrässe, ich bin mir sicher, wir werden es in dem Jahr einmal sehen.
Also, ich muss wieder Abi essen. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich mit euch Quatsch, wenn ich den Mund voll habe. Da stapfen wir gleich weiter. Es ist da jetzt zwar nur ein kleines Grüppchen, aber zum Herzhängen, nicht reinfallen. Zum Herzhängen tut es, wo knie ich da jetzt? Achso, schaut, wenn man sich auf solche Bucheckern, Schalen, Fruchthülsen aufgekniert, das kann ziemlich weh, weil das sticht. Schaut, auch das wird es jetzt oft sogar in großen Gruppen treffen. Da gibt es eben vegetative Vermehrung. Es Milzkraut, genauer gesagt, es wechselblättrige Milzkraut. Es gibt auch das gegenständige oder gegenständige Milzkraut, da stehen, ich brauche mir da eins, da würden da jetzt ein zweites Blatt da gegenüberstehen, also gegenständig sein. Und es gibt dann auch noch andere Merkmale, aber das ist jetzt nicht wichtig, weil beides könnte man essen. Und Milzkraut heißt es deshalb, wenn ihr euch die Blätter anschaut, erinnert das an die Form der menschlichen Milz. Sagen sie, ich habe noch nie meine Milz oder eine Milz für irgendwen anderen irgendwie umeinander liegen sehen. Somit muss ich das jetzt einfach so glauben, wird so sein. Ganz interessant finde ich eben das Gold, wo ist denn jetzt die Sonne hin? Das Gold der Blüten, und ihr seht, wie einfach, dass diese Blüten gestaltet sind. Da ist es einmal umgekehrt, da fehlen die Kronblätter und nicht die Kelchblätter. Also das, was man da als Blütenblätter eventuell wahrnehmen würden, sind einfach die Kelchblätter. Es gibt keine Kronblätter und da drinnen sitzen dann, da drinnen sitzen dann die Staubblätter, Staubfäden und in der Mitte der Damenteil. Ist im Gesamten gut essbar. Auch da kann es sein, je älter das wird, dass das ein bisschen, jetzt ist er schon wieder, bitterer wird. Ja, ich würde sagen, ich drücke wieder auf Pause, wenn ich da umeinander hupfe, und wir sehen sie bei der nächsten Tolligkeit. Schaut, was da besonders auffällt, wie ich euch letztens gesagt habe, eins der ersten wirklich schreierenden, satten Grün, manchmal sind die Weiden jetzt auch schon da, aber ist die Traubenkirsche. Und das da ist zum Beispiel auch wieder so eine Traubenkirsche, und rundherum, wenn ihr euch anschaut, wie die Esche, die Grünige da, und die Buchen, die sind alle noch nackert. Also der Holunder treibt schon langsam ein bisschen aus, aber das auffälligste Grün ist einfach tatsächlich die Traubenkirsche. Das wollte ich da nochmal bestätigt haben. Und den findet ihr jetzt da wirklich schon immer und überall. Der Giersch, haben wir ja schon gesagt, ist schon zum Erbrechen gut erklärt. Da sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu. Außer er ist sehr wohlgefällig im Geschmack. Also wenn sie jetzt zum Beispiel mir gefolgt hat und habt ein Milzkraut gekostet und sagt dann, boah, das ist ja voll bitter, der Hund ist arg und ihr wollt den Mund, den Geschmack wieder im Mund ein bisschen neutralisieren, dann sucht euch einfach Fenster in der Regel überall ein bisschen was vom Giersch, und das Ganze macht euch dann einen wohlen, petersiligen Geschmack. Ich würde jetzt eigentlich hoffen, aber wir können ja mal ein Stückchen miteinander gehen, vielleicht hupft es ja eine da. Ich habe es nicht hergezeigt bis jetzt. Manche Sachen lasse ich ja schon fast aus, weil sie eh so gut erklärt sind. Es gepflegte Lungenkraut, Lungenkräuter gibt es wieder viele. Es gepflegte ist eins und bei uns vielleicht eines der häufigsten auch. Also typisch sind eben diese Flecken auf die Blätter. Gewürze, Lungenkräuter finden, wo es keine Flecken gibt, ist dann halt nicht das Gepflegte. Auch beim Lungenkraut ist es so, dass eben mit Pyrrolizidin-Alkaloide geschlagen ist. Aber da muss man wieder wissen, ich würde mich jetzt nicht fürchten, wenn ich mir ein paar solche Blüten einbauen möchte oder ein paar Blätter, dann würde ich da keine Angst haben. Manchmal, nachdem ich mir mit den lateinischen oder griechischen Namen die Aussprache, das gebe ich auf, weil da, das ist nur lustig, wenn ich mich da dran versuche, wir verwenden einfach Trivialnamen, wir trivialen Laien. Und das Lungenkraut wird zum Teil in manchen Gegenden als Himmelschlüssel bezeichnet. Was natürlich dann zu Problemen führen kann, wenn sie Laien unterhalten. Wenn ich euch sage, ich habe heute Himmelschlüssel gebrockt oder gesehen, dann werden bei ganz vielen nicht dieses Lungenkraut im geistigen Auge entstehen, sondern die gelben Himmelschlüsseln, also die Primeln. Drum, da ist der Wert dieser lateinisch-griechischen Namen dann erkennbar. Also wenn sie Botaniker unterhalten, machen sie das praktisch.
mit den lateinischen Arten und Gattungsnamen, dann wissen sie genau, von was die Leute praktisch miteinander reden. Auch das ist eben essbar mit dem Hintergrund, das mit den Pyrrolizidin-Alkaloide. Und weil es da, aber das möchte ich euch einmal wo sagen, wo ich dann vielleicht einen Großfund habe oder mehr zum Herzeigen habe, die vierblättrige Einbeere taucht da auf. Auch da schon, da ist sogar schon der Blütenansatz zum Sehen. Also nachdem es nur eine Beere ist, ist auch nur eine Blüte da. Und das Vierblättrige ist aber nicht unbedingt Programm. Es gibt sehr wohl Einbeeren, Vierblättrige mit 5 und 6 Blättern. Das habe ich schon alles gesehen und gefunden. Schauen wir, was da hier drüben ist. Weil alles muss ich nicht lang suchen. Vier Blätter. Da, das sind lauter Vierblättrige. Ich werde das nachreichen. Wie gesagt, dürft ihr euch dann nicht schrecken, wenn das einmal mehrere Blätter hat. Ja, jetzt überlege ich, soll ich überhaupt ausschalten oder kräume ich miteinander einfach weiter? Weil es findet sich eh immer wieder mal was. Aber nein, ich mache einfach. Nein, schaut, ich gehe da unten durch. So. Und dann. Mein Rucksack hängt fest. Hilfe, ich werde angegriffen. Da drüben. Weil ich es erst gerade erwähnt habe, Hümmelschlüssel, da haben wir zufällig eine dieser Primeln. Es gibt halt, das ist Waldhimmelschlüsselblume und die echte Schlüsselblume. Bei uns wird es hauptsächlich die Waldschlüsselblume finden. Die echte Schlüsselblume gibt es bei mir ganz selten. Möglicherweise kann ich mit uns, mit euch, mit mir bald einmal so einen Bereich fahren, da habe ich vor kurzem gelesen, da komme ich auch ohne Auto hin, wenn ich brav mit Bus und Zug unterwegs bin, dass es was gibt, wo es scheinbar noch zum Finden sein soll, die echte Schlüsselblume. Himmelschlüsselblume, auch das ausdauernd, ziemlich bald oft das Grün zum Finden, auch essbar, aber man muss aufpassen, teilweise eben geschützt. Und auch eine bekannte Heilpflanze, auch mit Schleimstoffe, gern bei Husten und solche Sachen eingesetzt. Also, aber da, das war eben sowas, wenn ich von Schlüsselblume rede, und ich komme aus einem geografischen Gebiet, wo zum Lungenkraut Schlüsselblume gesagt wird, hat man schon ein Problem. Jetzt habe ich erst vergessen, beim Lungenkraut zum dazu erzählen, vielleicht kommen wir nochmal wo vorbei, 1, 2, 3, 4. Wieder eine vierblättrige Einbeere. Aber beim Lungenkraut zum dazu erzählen, das heißt ja ganz gern, wird es Hänsel und Gretel genannt oder Brüderchen und Schwesterchen. Das wird es deshalb genannt. Schauen wir mal, ob ich da das Glück habe. Zumindest ist da eins. Ja, aber da habe ich jetzt die zwei Blütenfarben nicht. Da weiter hinten. Schaut, da rosarote Blüten und da sind die Blüten blau. Ganz oft hat man auf einer Pflanze gerade beides zeitgleich zum Sehen. Also hellrosa und blaue Blüten, Brüderchen und Schwesterchen, Hänsel und Gretel, also die zwei Gegenpaare auf einer Pflanze. Das Ganze hat mit dem Blütenalter zu tun. Eine frisch aufgeblühte Blüte ist rosarot. Da sehen wir das vielleicht schön. Seht, da ist das Ganze noch knospig. Und da ist rosarot im Licht. Wie mache ich das jetzt mit meinen Schatten? Und ältere sind so blau. Ist eine pH-Wertveränderung und Insekten wissen das aber und bevorzugen die rosaroten, weil da drinnen ist einfach mehr Nektar zum Holen. Das finde ich auch, ist vielleicht ein Wissen, was man benötigen oder benutzen kann, wenn man mit Kindern unterwegs ist und einer was erzählen möchte oder wenn man einen neuen Schatz an seiner Seite hat oder Schatzine und ein bisschen angeben möchte, dann kann man ja vielleicht sowas erzählen. Ich kraxel uns wieder ein Stückchen weiter, weil in meiner Erinnerung sollte jetzt dann auf jeden Fall noch der Waldsauerklee kommen und der ist ein Hit, punkto, was man erzählen kann. So schaut's, wir haben jetzt immer meinen Schatten im Bild, aber ja, eher fesche Schatten. Da nochmal das Milzkraut mitten unter dem Schaboxkraut und da, wie mache ich das, ohne dass ich Pflanzen verletze, da sehen wir wieder das bittere Schaumkraut und da sehen wir ein bisschen Buschwindröschen, aber eben auch tollerweise in Waldsauerklee. Und ich huck im Wasser, jetzt schaue, gibt es den Waldsauerklee?
Ja, ich gehe da ein bisschen raus, weil nass sein ist zwar in echt wurscht, aber es ist angenehmer, wenn man noch Zug fahren muss, wenn man trocken heimfahren kann. Weil Sauerklee wird es ganz oft auch auf saurem Boden finden, also tatsächlich im Nadelwald. Und vielleicht findet man dann auch noch einen größeren Bestand. Ich bin ja oft hin und her gerissen. Ich renne ja mit euch praktisch immer auf der Suche nach voll schönen Pflanzenexemplare und schöne Standorte und schöne Stände. Aber in echt würde ich euch wahrscheinlich eh oft mehr Gefallen machen, wenn ich euch mitten in der Stadt sage, ja, da wächst auch sowas, weil ausschauen tut sich dort und da gleich. Und ihr hättet auch das Vertrauen, dass man nicht irgendwie solche Plätze kennen muss, dass man schöne Pflanzen entdecken kann, sondern man findet die eh wirklich viel und überall. Aber das habe ich mir halt zum Vogel gemacht, dass ich mit euch schöne Plätze suche. Aber Waldsauerklee, komme ich da um mich? Ich bin ja ein wirklich schlechter Hüpfer. So. Er ist ohne Hüpfen gegangen. Ja, also, der Waldsauerklee. Gattungsnamen, also Sauerklee gibt es viele, ist Oxalis und dann kommt immer nur der Artenname und das Oxalis weist auf Oxalsäure hin, das ist das, was ihn sauer macht. Ich bin ja kein Chemiker und auf Wikipedia, ich finde das ein bisschen verwirrend, weil da steht Oxalsäure und Kleesäure drinnen. Wenn man sich aber dann die chemische Geschichte von Kleesäure anschaut, dann heißt es, Kleesäure war früher der Name für Oxalsäure. Ich bin mir da jetzt praktisch nicht ganz sicher, gibt es da beides, Kleesäure und Oxalsäure. So oder so, beide Säuren sind in großen Mengen genommen nichts, was uns gut bekommen sozusagen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und zeitgleich ist er einfach furchtbar sexy, weil er wohl sauer schmeckt, der Waldsauerklee. Da kommt ja der Name her. Was wir da schön sehen, dafür habe ich wieder keins, was aufgeklappt ist, der kann nämlich ganz besondere Sachen. Das ist ein Reliktpflanzen, nennen sie das, weil Sauerklee, Moment, ich klappe den auf, Sauerklee, also ihr seht das Kleeartige, sehen wir ja da gut, die Sauerklee-Sachen sind eher tropisch bis subtropisch gern daheim. Bei uns war einmal eine Zeit, so ein Klima praktisch, und das Klima ist verschwunden, aber er ist blieben, somit ist er ein Klimarelikt. Er hat ein paar so Anpassungen ans tropische, subtropische, beziehungsweise ist er überhaupt ein Anpassungsspezialist. Er gehört zu den Pflanzen, die was mit so wenig Licht auskommen, also mit einem 1 zu 160, also ein 160. Lichtanteil, was irgendwie vom Tageslicht verfügbar sein kann, würde er noch alle wachsen können. Also man kann sagen, der kann so ziemlich im Finstern wachsen. Aber nicht nur das, er kann, wenn es ihm zu hell oder zu heiß wird, kann er seine Blätter zusammenkloppen. Und das sehen wir da ganz schön. Seht ihr, also diese Blätter sind eben gerade nicht aufgespreizt, so wie man das schön erwarten würde, wenn ein Klee seine ganze Blattpracht präsentiert, sondern sie sind so eingekloppt. Das macht er in der Regel entweder, wenn es recht heiß ist oder am Zell ist, beziehungsweise kann es auch eine Schlafstellung sein. Das haben sie herausgefunden, auch Bäume schlafen, die kloppen sie praktisch oder senken ihre Zweige und Äste in der Nacht immer ein bisschen ab und am Tag steigt es dann wieder auf. Also auch da gibt es praktisch Schlafbewegungen. Also das kann er, ja, jetzt habe ich es blau gegessen, und aber auch, er hat eine Feuchtigkeitsanpassung, das heißt, wenn seine Wurzeln zu viel im Wasser zum Stehen anfangen, dann kann er, das nennt sich Gutuation, also Wasser ausscheiden über die Blätter. Ich weiß nicht, ich habe daheim so aus Zimmerpflanzen so Efeututen heißen die, und wenn man die zu viel gießt, dann kann man auf den Blattspitzen auch manchmal Tropfen sehen. Beziehungsweise gibt es das auch beim Frauenmantel, das nennt sich eben Gutuation. Das ist praktisch eine Wasserabgabe, was einfach, wenn zu viel Wasser in den Pflanzen ist, ist praktisch auch wieder nichts für die Pflanzen. So hilft sie sich, punkto Wasserhaushalt.
Also auch das kann er. Und vegetative Vermehrung auch ziemlich rege. Also das kann größere Flächen bilden. Also da habe ich ja jetzt nur Einzelpflanzen. Vielleicht treffen wir mal im Wald wieder auf ihn. Achso, nur eine letzte Tolligkeit, dass ich wieder mal ein gescheites Wort benutzt habe. Er hat auch Kleistogame Blüten. Also das ist eine klassische Blüte, da blüht auf und da ist Insektenbestäubung angesagt, beziehungsweise ist auch Selbstbestäubung möglich. Aber er hat auch Blüten, die was nie aufgingen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich euch da kein Blödsinn sage, weil nicht, dass ich vom Moos irgendwelche sporentragenden Teile herzeige, aber das da könnte eine Kleistogame Blüte sein, könnte aber auch eine sein, was kaputt ist. Kleistogame Blüten findet ihr auch besonders häufig und gut beobachtbar bei den Taubnesseln. Die gehen einfach nie auf und das ist auch so vorgesehen. Also die werden nicht zu einer Schaublüte, sondern die bleiben zu. Und die bestäuben sie praktisch selbst. Gehen nie auf, da drinnen, das wächst weiter und dadurch kommen Pollen und Narbe zusammen und es ist garantierte Bestäubung. Also das kommt immer wieder mal bei Pflanzen vor, dass solche Blüten ausbilden. Also ich hätte ja eigentlich echt gehofft, dass ich den Waldsauerklee ein bisschen fescher herzeigen kann. Aber ja, vielleicht hupft er mir ja nochmal rein. Wir gehen einfach nur ein Stückchen nach oben, dann sind die eh noch nicht da. Vielleicht ergibt sich da nochmal was. So, da nur kurz eben, dass man nochmal sieht, wie das Milzkraut, also das kann auch wirklich tolle Bestände ausbilden. Das ist ja schon mal eine Ansage vom Bild. Und dazwischen schauen eben Schaboxkrautblätter raus und die sind in dem Fall, man sieht, das kann auch wirklich ziemlich groß werden. Also ja, aber keine Verwechslung möglich mit der Sumpfdotterblume, wenn man das schon ein paar Mal gesehen hat, punkto wellige Blätter bzw. weniger gewellte Blätter. Also das hat weniger gewellte Blätter, Schaboks gehabt. Ja, ich hänge da ein bisschen im Dickicht. Es hat sich stark verändert, das Gebiet. Stickerl gehen wir noch miteinander auf. Und sonst lassen wir es einfach gut sein. Macht keinen Sinn, wenn ich immer wieder dasselbe sage. Das ist überhaupt nicht mein Begehr. So, liebe Leute, nicht erschrecken. Anderer Ort. Unser Bacherl und unsere Schlucht, die Ergiebigkeit hat sich erschöpft gehabt. Und jetzt haben wir gedacht, ich möchte noch hinschauen, nachdem wir die erste Kirschpflaume, also nicht erst, sondern im vorletzten oder letzten Video, die Kirschpflaume angeschaut haben. Schauen wir sie noch eine besondere Kirschpflaume an. Nämlich die Blutpflaume. Und vorher, weil es ist auf einmal wieder kalt worden, April, Prüfung, wie geht's weiter? Genau, der macht, was er will. Also diese Kindheitssprüche haben wir wahrscheinlich alle verinnerlicht. Macht aber nichts. Für die Natur bedeutet es wieder, es gibt ein kleines Einschleifen, also ein Bremsen, weil immer wenn es kalt wird, ist natürlich so, dass diese Wachstumsbewegungen, die was oft für das Öffnen, Schließen der Blüten notwendig sind, beziehungsweise auch fürs Wachstum der Blätter notwendig sind, eingestellt sind. Für Kulturbaumbetreiber, also für Obstplantagen, ist eine zittrige Jahreszeit. Nicht, weil es zittern, weil es kalt ist, sondern zum Beispiel die Marillenblüte, langsam packt sie sich zusammen, oder auch eben die Kirschblüte, die sind aber sehr empfindlich, diese Blüten. Das heißt, wenn es jetzt in der Nacht nochmal Frost gibt, kann das bedeuten, dass für Kulturplantagenbetreiber zu Ausfällen bis zu 100% kommt. Und wie werden Sie das? Ich habe ein wild stehendes Kirschexemplar, wo man das immer schön beobachten kann. Da kann ich echt sagen, dass auch wenn manchmal ein Baum komplett in Blüte steht und man sich denkt, na, da ist eh nichts passiert, das blüht alles ganz schön, dass dennoch alles kaputt sein kann. Ich hoffe, dass das in diesem Jahr nicht der Fall sein wird, weil im letzten Jahr haben viele dieser Bauern echt fette Einbußen gehabt. Schön, dass jetzt da die Sonne noch mal ein bisschen vierer kommt. Vielleicht sieht man das Rosarot jetzt da ein bisschen, weil ich habe gesagt, wir schauen sie jetzt abschließend nur die Blutpflaume an. Die Blutpflaume ist keine extra Geschichte, sondern schaut, also nicht schrecken, da sind Häuser, bin jetzt wieder im städtischen Gebiet.
Das da ist eine Kirschpflaume, haben wir ja schon gesehen, weiß blühend, gescheit auffällig. Und das ist eben eine Blutpflaume. Die Blutpflaume ist aber nichts anderes wie eine Kirschpflaume, die was aber durch eine Genveränderung dieses rötliche im Laub, da sehen wir das schon, da treibt auch schon das Laub aus, und bei den Blüten das rosafarbene hat. Ich werde dieses Blutgeschichtel, gibt es die Blutbuche, beim Spitzahorn gibt es Blutformen und eben auch bei der Kirschpflaume. Entstehen tut das Ganze, also das ist jetzt wieder nicht irgendwie, hat es einen verrückten Wissenschaftler gegeben in einem Labor und dann auf einmal hat er das gezüchtet gehabt. Nein, also das ursprünglich ist eine Naturgenmutation, wo dann der Mensch gesagt hat, ja interessant, schaut ganz anders aus und fesch, und was durch uns Menschen jetzt schon weiter gezüchtet worden ist. Das heißt, es hat eine Ursprungsblutpflaume gegeben, so wie es ein Ursprungsblutbuche gegeben hat, und jetzt gibt es mehrere Sorten von der Blutpflaume zum Beispiel. Das kann sich dann oft unterscheiden in der Rotfärbung, also manches ist so richtig weinrot, manches ist braunrot, fast schwärzlich. Ältere Sorten ist so, dass ganz oft im Jahresverlauf die Blätter dann doch nur noch grünen. Jüngere Tuchtsorten behalten ihren Rot auf lang, beziehungsweise das ganze Jahr. Da gibt es wirklich Variationen, auch in der Wuchsgröße, in der Fruchtgröße, nur dass man das weiß. Apropos Fruchtgröße, natürlich kann man die Früchte von der Blutpflaume essen, und über mein Schwesterherz muss ich manchmal schmunzeln, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich mich ein bisschen auskenne mit Pflanzen, so richtig, die hat im Garten eine Blutpflaume stehen, so richtig traut sie sich irgendwie nicht über die Früchte der Blutpflaume drüber, dass die isst. Ich weiß nicht, psychologisch voll interessant, aber eine liebenswerte Macke, kommt man jetzt einmal sagen. Aber ihr, wenn ihr eine Blutpflaume habt oder findet, bitte esst die Früchte, weil die sind wirklich lecker. Das Rot, was wir da sehen, das sind Anthocyane, so heißt der Stoff. Das gibt es in ganz vielen Blättern im Austrieb. Nur wird dieser Stoff, also diese Anthocyane, eigentlich normalerweise beim Austrieb oder kurz nach dem Austrieb abgebaut für andere Bäume. Wir haben das zum Beispiel auch gesehen beim Leberblümchen, dass diese Hochblätter, wenn sie aufgehen, zum Teil ein bisschen rötlich sind und sie dann ins Grüne entwickeln. Auch da sind praktisch am Anfang Anthocyane drinnen, die was eben durch Enzymprozesse abgebaut werden. Bei den Blutgeschichten, Blutpflaume, Blutbuche, Spitzahorn in Blutform, ist es einfach so, dass dieses Enzym fehlt. Man könnte sagen, das sind die Laktoseunverträglichen unter den Bäumen. Also bei uns, wenn wir Laktose nicht vertragen, fehlt das Enzym, um Laktose abzubauen oder zu verdauen. Und da fehlt das Enzym für die Anthocyanabbaugeschicht. Jetzt ist die Frage, die was sich eventuell wen stellt, komisch, dass ein Baum oder eine Pflanze Photosynthese betreiben kann. Da sehen wir übrigens auch schon den der Weißdorn. Da kommt der Weißdorn raus. Beim Weißdorn ist es eben so, dass als erst die Blätter da sind und dann die Blüten. Photosynthese, genau. Dass eine Pflanze bzw. ein Baum Photosynthese betreiben kann, braucht er ja dieses Chlorophyll, also die Chloroplasten, und das ist ja grün. Wie macht dann dieser rote, rosarote Baum mit den roten Blättern? Ganz klar, das Chlorophyll ist dennoch da, nur überlagert von den Anthocyanen. Das heißt, unser Auge sieht rot, darunter ist aber auch grün. Das heißt, die Photosyntheseleistung von Blutbuche, Blutahorn und Blutpflaume ist überhaupt nicht wirklich eingeschränkt, sondern eben für unser Auge eher nur ein optisches Problem. Jetzt schauen wir sich noch so ein Einzelblütchen an, da tue ich uns jetzt nochmals zoomrein. Wie gesagt, wir schauen sich sicher bei der Kirschenblüte das an.
Aber ihr seht, auch da ist es wieder so eine zwittrige Blüte und in der Mitte, da steht der Damenteil, also der Stempel, wo der Pollen ankommen soll. Und erst wenn da der Pollen ankommt und nach unten wachsen kann in den Fruchtknoten, kann es auch zur Frucht kommen. Und die Blüten sind einfach wirklich sehr empfindlich auf Frost, also besonders bei Marille und Kirsche zum Beispiel. Und da kann es dann sein, dass man die Blüte zwar... Die Blütenblätter selber sind nicht so empfindlich, aber der weibliche Teil. Und dann kann es oft sein, wenn man sich die Blüten genauer anschaut, dass all diese weiblichen Teile schwarzbraun verkümmert sind, weil sie erfroren sind. Und dann kann es keine Früchte mehr geben. Ja, wir werden eh im Laufe dieses Jahres diese Blutgeschichten, gerade bei der Buche möchte ich es euch sagen, beim Spitzahorn, zum Beispiel auch die Lambertshasel, also eine Haselform, kann es als Blutform geben, das werden wir eh noch öfter sehen und wahrscheinlich muss ich euch dann eh immer wieder dasselbe dazu erklären. Ja, ich würde sagen, wir respektieren und nutzen diesen kurzen Wintereinbruch. Also es gibt ja keinen Schnee mehr oder so, aber es ist kalt. Es kann eben in der Nacht nur mal gefrieren. Ja, lassen wir den Wintereinbruch vorüberziehen. Und dann, wenn es das nächste Mal warm wird, wird es wieder so sein, dass es wieder einen Kracher macht. Und dann explodiert diese Welt in Grün und Blüten, weil natürlich, wie ihr seht, auch schon langsam die Blätter austreiben. Da drüben, also da ist viel Wasser, da drüben ist viel Pappel und Weide. Und jetzt geht's los, dass alles schön grün wird und dann können wir auch anfangen, eventuell mit der Blattbestimmung ein bisschen, beziehungsweise Vorblütenbestimmung, weil manche Pflanzen sind schon gut anhand der knospigen Blütenstände super bestimmbar, beziehungsweise interessant zum Anschauen. Da haben wir dann eh wieder was zum tun. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da, das ist ja auch schon, man könnte ja ewig weiter tun. Und da ist eine Esche und die Eschenblüten, die sind extrem interessant, weil sehr variabel in der Anzahl, wie viel weiblich, wie viel männlich oder vielleicht sogar zum Teil nur weiblich. Das ist, aber ja, das werden wir sich auch noch näher anschauen, wenn wir näher zugekommen. So, jetzt führt euch, bevor ich mich noch weiter verquatsche. Baba!